Hallo, ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie Sie die Integration von Central Station CRM und Newsletter2Go einrichten, um automatisch an Ihre CRM-Kontakte auch einen Newsletter versenden zu können. Um Newsletter2Go Zugriff auf Ihren Central Station CRM-Account zu gewähren, müssen Sie einmalig einen sogenannten API-Schlüssel bei Newsletter2Go hinterlegen. Das machen Sie ganz einfach, indem Sie bei Central Station CRM rechts oben auf das Zahnrad klicken und dort den zweiten Punkt Meine Einstellungen wählen. In der rechten Spalte finden Sie nun den Punkt Externe Anwendungen verwalten, API. API ist sozusagen einfach der Weg, über den Newsletter2Go auf Ihre Central Station CRM-Daten zugreift. Vielleicht haben Sie hier in der linken Seite schon den einen oder anderen API-Schlüssel hinterlegt, den Sie für irgendeine andere Integration angelegt haben oder nutzen. In der Regel lohnt es sich, für jede Integration einen weiteren API-Schlüssel zu erstellen, einfach damit Sie im Fall der Fälle eine Integration einzeln kappen können und nicht sozusagen alle Integrationen auf einmal kappen. Mit einem Klick rechts auf diesen grünen Knopf können Sie auch schon einen API-Schlüssel erstellen und diesen finden Sie dann hier unten. Der sieht so sehr kryptisch aus, das ist ganz bewusst so, denn der soll ja schließlich Ihre Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort ersetzen, damit Newsletter2Go eben auf Ihren Central Station CRM-Account kommt. Sie können den jetzt einfach anklicken und mit der rechten Maustaste kurz kopieren und dann nehmen wir den schon mal mit, denn jetzt gehen wir in das System von Newsletter2Go und dort gehen wir direkt in die Einstellungen zu den Integrationen. Voraussetzung ist also, dass Sie natürlich schon einen Newsletter2Go-Account haben. Dann können Sie rechts oben auf Ihr Profil- oder Kontobildchen klicken und den Punkt Integrationen wählen. Hier finden Sie nun eine Liste mit allen Integrationen, die Newsletter2Go anbietet. Mit der Schnellsuche können Sie vielleicht einmal nach CRM suchen und finden schon die Integration von uns. Mit einem kurzen Klick darauf können Sie jetzt die Integration weiter einrichten. Newsletter2Go braucht im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist die URL, die zeige ich Ihnen gleich noch, und das andere ist der API-Key, das ist der, den wir gerade kopiert haben. Ich klicke also einfach hier mit der rechten Maustaste in das API-Key-Feld rein und wähle Einfügen. Dann habe ich schon mal den API-Schlüssel hinterlegt. Wo Sie die URL finden, das zeige ich Ihnen jetzt. Dafür gehen wir einmal kurz zurück zu Central Station. Wichtig ist hier jetzt oder relevant ist hier jetzt der Teil inklusive dem .NET und zwar bis ganz vorne. Also das HTTPS für die Verschlüsselung. Das Demo ist der Accountname von Ihnen. Also da wird wahrscheinlich etwas wie Ihre Firma.centralstationcrm. .NET stehen. Das nehmen wir uns wieder, kopieren es und gehen damit zurück zu Newsletter2Go. Gleiches Spiel, ich füge den Link hier einfach ein und damit bin ich im Prinzip auch schon fertig. Ich kann die Integration jetzt einmal testen und das scheint auch zu funktionieren, wie mir rechts oben bestätigt wird. Damit bleibt mir eigentlich nichts, außer das Ganze zu speichern und somit bin ich hier schon fertig. Ich kann hier rechts auf Empfänger klicken, um noch weitere Einstellungen zu machen und eben auszuwählen, was genau ich überhaupt importieren bzw. synchronisiert haben möchte. Der Standard ist, dass das Ganze in das Default Newsletter2Go Adressbuch fließt sozusagen. Sie können also mehrere Adressbücher bei Newsletter2Go haben. In der Regel wird das aber das Default Adressbuch einfach bleiben. Da müssen Sie also nichts umstellen sozusagen. Das Ziel der Empfängersynchronisation ist entweder das Adressbuch, das heißt, die Kontakte werden einfach alle komplett in das Newsletter2Go Adressbuch importiert. Das wäre einfach der Fall, wenn Sie wirklich alle Central Station CRM-Personen und Firmen in Ihr Newsletter2Go importieren möchten und ein Newsletter an alle Ihre Kontakte schreiben möchten. Das ist wahrscheinlich relativ selten, denn Sie werden wahrscheinlich nicht allen Leuten exakt die gleiche Nachricht schicken wollen, sondern sie werden das Ganze wahrscheinlich etwas zielgenauer, besser segmentiert machen wollen. Und vielleicht wollen sie auf die in Central Station CRM verwendeten Tags oder Filter zurückgreifen. Ich zeige Ihnen das mal kurz, damit Sie ein Beispiel haben, wie diese Filter bei uns überhaupt aussehen können. Wenn Sie zum Beispiel auf den Personenreiter gehen, finden Sie, je nachdem, was Sie schon angelegt haben, in der rechten Spalte sehr, sehr viele oder eben auch weniger Tags, also Schlagwörter. Wenn ich zum Beispiel auf das Interessenten-Tag klicke, bekomme ich einfach alle oder jetzt in dem Fall 40 Leute, die das Schlagwort Interessent haben. Das ist vielleicht eine ganz gute Gruppe, um einen Newsletter zu verschicken.
Und um diese Daten jetzt zu Newsletter to Go zu bekommen, müsste ich diesen Filter speichern. Das geht in der blauen Box hier direkt. Können Sie den Filter speichern? Ich klicke da mal drauf und nenne den jetzt einfach mal nur die Interessenten. Speichere das. Und damit habe ich sozusagen diesen Filter schon für Newsletter to Go bereit gemacht. Diesen Filter können Sie natürlich auch in CentralStation CRM jederzeit wieder aufrufen, also nicht einfach, indem Sie über das Tag gehen, sondern Sie können sich ja vorstellen, man kann hier natürlich auch beliebig viele Dinge zusammenklicken und den Filter etwas komplizierter machen. Wenn Sie den erstmal gespeichert haben, können Sie hier rechts auf diese Punkte klicken und den nur die Interessentenfilter auch hierüber jederzeit wieder aufrufen. Ein komplizierteres Beispiel möchte ich Ihnen kurz zeigen, also klicken Sie einfach auch wieder hier auf diese drei Punkte. Und wir haben hier zum Beispiel den Filter schon gespeichert A bis C Kunden und Interessenten. Der springt dann nicht in unseren normalen Filter, sondern den haben wir erstellt über den erweiterten Filter. Und da gibt es dann eben auch Möglichkeiten, zum Beispiel mit oder verschiedene Tags zu kombinieren. Und auch auf diesen erweiterten Filter kann Newsletter to Go zugreifen, wenn Sie ihn nur einmal gespeichert haben. Kurz noch, um das abzuschließen, wenn Sie einen erweiterten Filter erstellen möchten, klicken Sie einfach aus der normalen Ansicht rechts auf diese drei Punkte und gehen auf erweiterten Filter an- und abschalten. Dann haben Sie genau die Maske, die wir eben hatten, und Sie können sich Ihren erweiterten Filter zusammenklicken. Jetzt aber zurück zu Newsletter to Go, denn wir wollen ja jetzt unsere nur die Interessentengruppe einmal importieren. Dafür kann ich hier, wo Adressbuch als Ziel steht, auch mehrere Gruppen auswählen. Wenn ich da drauf gehe, lädt Newsletter to Go automatisch alle Filter, die ich bei CentralStation CRM gespeichert habe. Und als letzter Filter ist hier auch der Filter aufgelistet, den wir gerade erstellt haben, nur die Interessenten. Standardmäßig stehen die alle auf Nicht importieren. Wenn ich den jetzt hier importieren möchte, dann klicke ich da einfach drauf und kann entweder eine Gruppe auswählen, die ich schon habe bei Newsletter to Go, oder ich sage, das Ganze soll in eine neue Gruppe. Ich möchte das jetzt mal in eine neue Gruppe schreiben. Der Name, der dann vorgeschlagen wird, ist genau wie der gespeicherte Filter bei CentralStation CRM. Das ist also wunderbar. Ich klicke einfach auf Anlegen und könnte jetzt natürlich noch mehrere Gruppen auswählen, zum Beispiel meinen A bis C Kunden- und Interessentenfilter. Das möchte ich aber an der Stelle einfach nicht. Ich gehe einfach auf Speichern und habe das sozusagen jetzt eingestellt. Das kann ich natürlich jederzeit auch anpassen. Wenn ich zum Beispiel einen anderen Newsletter an andere Adressaten schicken möchte, könnte ich natürlich einfach hier weitere Filter jederzeit zur Synchronisation einstellen. Ich kann als nächster Punkt, werden die Merkmale automatisch zugeordnet. Was heißt Merkmale? Merkmale sind im Wesentlichen die E-Mail-Adresse, der Vorname, der Nachname oder die automatischen Anreden, die wir Ihnen generieren. Also wenn Sie einen Peter Müller haben, dann generieren wir Ihnen automatisch die Anreden sehr geehrter Herr Müller, hallo Herr Müller oder hallo Peter. Das heißt, drei verschiedene Anreden haben Sie dann automatisch zur Auswahl und die werden hierbei eben automatisch schon zugeordnet. Es gibt aber noch ein paar mehr Felder bei CentralStation CRM, die Sie vielleicht übernehmen und bei Newsletter to Go benutzen wollen. Wenn das der Fall ist, würden Sie hier einfach auf manuelle Zuordnung stellen und könnten die einzelnen Felder auswählen. Wir brauchen das im Moment nicht, weil wir einfach die Standardfelder nehmen und damit hinreichend bedient sind sozusagen. Damit bin ich auch eigentlich schon durch. Ich klicke einmal auf Speichern, um das Ganze gesichert zu haben und kann hier die Synchronisation auch einmal anstoßen. Grundsätzlich werden die Daten einmal nächtlich automatisch synchronisiert. Das heißt, wenn Sie bei CentralStation jetzt jemanden mit dem Interessenten-Tag versehen, dann wird er abends automatisch zu Newsletter to Go importiert, sodass Sie bei Ihrem Newsletter in zwei Wochen sich keine Gedanken mehr darum machen müssen, ob die Integration oder ob die Daten aktuell sind. Das passiert dann alles im Hintergrund sozusagen. Wir können uns das einmal anschauen, indem wir bei Newsletter to Go jetzt auf den Empfängerbereich gehen. Die Synchronisation läuft jetzt noch im Hintergrund, das heißt Gruppen, und kann dann zum Beispiel nach meiner Interessenten Gruppe suchen. Hier ist die Gruppe mit nur Interessenten und da sind offensichtlich die Leute auch schon drin. Das heißt, ich kann sie jetzt wunderbar benutzen und schon einen Newsletter an meine Empfänger verfassen. So viel zur Integration von CentralStation CRM und Newsletter to Go. Ich hoffe, sie macht Ihnen den Arbeitsalltag etwas leichter und hilft Ihnen bei der Arbeit mit Ihren Kunden.